Hallo ihr Lieben, auf mehrfachen Wunsch geht es heute darum, wie und warum ich das, da war gerade ein Schmetterling, wie und warum ich das mit meinen Sperrmüllschätzen so mache. Die mich verfolgen, wissen natürlich, dass ich regelmäßig Sperrmüllschätze in meinen Garten hole. Immer so nach und nach, was mir begegnet, was zu mir findet. Die Frage ist natürlich, warum mache ich das? Mir ist es wichtig, nachhaltiger zu leben, als ich es tue. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, ich versuche nach und nach meine Gewohnheiten zu ändern und in Bezug auf, eine Meise holt sich gerade Futter. Ich konnte das noch nicht so beobachten. Klasse. Schön. Das freut mich. Zurück zum Thema, wo waren wir? Es ging darum, meine Gewohnheiten zu ändern in Bezug auf Ressourcen schon. Vermeidung von Müll, auch weniger konsumieren und so weiter und so fort. Und letztendlich geht es um die ganze Natur, um euch da draußen, um mich. Wir sind ein Teil des Ganzen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich hier und jetzt total nachhaltig lebe und euch das zeigen möchte. Nein, aber ich möchte in Zeiten des Klimawandels meinen Beitrag leisten und der Natur zuarbeiten. Und zu meinem Beitrag gehört auch, über meinen Kanal zu versuchen, euch anzustecken. Letztendlich geht es um unser Denken und unser Handeln. Wir sind ja ein total programmierter Kopf letztendlich. Es läuft super viel automatisch ab. Wir glauben immer so die Oberhand zu haben, aber wir wissen das ja, wenn wir schlechte Gewohnheiten ändern wollen, das ist gar nicht so leicht. Und ich bin davon überzeugt, das geht immer nur Step by Step. Und jeder Schritt in diese Richtung ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt. In diesem Falle nachhaltiger zu leben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitzieht und dranbleibt. Nachhaltiger für diesen echt schönen Planeten, auf dem wir wohnen dürfen, zu leben. Das steckt dahinter. Und heute nehme ich euch mit auf eine kleine Reise, denn ich habe auf dem Weg hierher Sachen entdeckt, die meinen Garten sollen. Und dann nehme ich euch einfach mal mit. Los geht's! Ich durfte gerade noch mal die Vögel beobachten. Meise, Zaunkönig, haben sich Futter geholt, voll schön, durfte dabei sein. Ich wurde ja außerdem auch gefragt, wie ich das denn so mache, wie ich die Sachen immer finde. Und letztendlich ist das so, ich halte immer die Augen offen. Ich sehe immer zu, dass ich bei Sperrmüll letztendlich, wenn der irgendwo steht, gucke, was kann ich gebrauchen, was lässt sich wiederverwenden, was ist so, wie es ist, gut. Und diese Sachen finden dann noch hierher. Also es muss natürlich schon Sinn ergeben und ich muss auch schon Gedanken zu haben. Und teilweise denke ich natürlich auch schon mal an meine Kreativoase, in der ich jetzt gerade stehe, die aber noch nicht so da ist. Also ich habe hier was vor und das kommt dann irgendwann, wenn ich soweit bin. Freue ich mich sehr, 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 sehr drauf. Ansonsten hier im Bunker hinter mir. Da habe ich ganz viele Sachen gelagert. Wer das verpasst hat, ich habe einige Gartenrundgänge mit Sperrmüllschätzen, da könnt ihr das drin finden. Also, nochmal um es auf den Punkt zu bringen. Ich achte immer darauf, ob irgendwo Sperrmüll liegt. Ich achte darauf, ob irgendwelche Leute bei sich zu Hause im Garten oder auf der Auffahrt oder so schon irgendwas lagern. Man kann immer einfach mal nachfragen. Ich lasse auch gerne mal einen Zettel da und dann melden sich die Leute bei mir. Und so ergibt sich das. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele, die mir aufgrund meines Projekts letztendlich auch Sachen zukommen lassen. Gar keine Frage. Das entwickelt sich dann auch. Beate, wenn du das siehst, lieben Gruß. Ich habe dich nicht vergessen, nur noch nicht so auf die Reihe gekriegt, bei dir auch vorbeizuschauen. Ich hoffe, dass ich das bald schaffe. Und wieder zueinander finden. Das wäre toll. Wenn man die Augen offen hält, gibt es natürlich auch Leute, die Foodsharing machen. Also gibt es Leute, die Äpfel teilen, Mirabellen oder worauf die gerade Lust haben. Manchmal auch Kirschen oder Pflaumen, habe ich alles schon gesehen. Gut, und ich hole jetzt die Schubkarre.
Wir sind da. So, wie ihr sehen könnt, das ist übrigens der Weg, den ich meistens längs komme, wenn ich in den Garten fahre. Habe ich am Straßenrand mal diese alten Dachziegel gesehen. Die wollte jemand verkaufen und mit denen habe ich die letzten Tage geschnackt. Die kriege ich jetzt für lau. Und dazu kamen dann noch diese Gehwegplatten. Also das kann ich mir alles wegholen. Hier stehen Plastikstühle, die sollen auch weg, haben sie gesagt. Da werde ich mal gucken, ob ich im Garten noch wen finde. Dann packe ich die dazu oder vielleicht nehme ich auch direkt mit. Irgendwer findet sich bestimmt. Ja, ich lege jetzt mal los und pack die Schubkarre voll. Muss zwischendurch ja mal checken, ob das nicht zu schwer wird. So, ich habe jetzt genau die Hälfte aufgeladen, das heißt zwei Touren für die Dachziegel. Ich bin ganz zufrieden, ich dachte, ich muss öfter laufen dafür. Ich versuche heute die Dachziegel zu mir zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ich noch mit den Gehwegplatten anfange. Wird sich dann gleich zeigen, wie erschöpft ich bin. Oh, berghoch ist das Ding ganz schön schwer. Ja, aber von nichts kommt nichts. Ich habe sogar sehr viel Spaß daran, auch wenn das manchmal überanstrengend ist. Weiß man am Ende, was man getan hat. Ich mache natürlich alles zu Fuß. Generell, ich mache es mit Fahrrad. Viele von euch da draußen werden wahrscheinlich ein Auto haben. Möchte euch aber... Ja, da konnte ich ein bisschen helfen gerade. Der Herr, der gerade noch hinter mir fuhr, dachte erst, er hat meine Aufnahmen gesprengt. Das stört ihn aber nicht, dass er hinten mit drauf ist. Und ja... Dann ist ihm gerade die Kette abgefallen, da konnte ich ihm helfen. Wo war ich? Ich habe erzählt, ich bin nochmal zu Fuß los oder mit Fahrrad. Ihr da draußen habt bestimmt ein Auto, das ihr nutzen könnt, Anhänger. Bei größeren Sachen lohnt sich das auf jeden Fall. Ansonsten, was zu Fuß mitgeht oder per Fahrrad macht das auch so, es ist nachhaltiger, muss man nicht immer das Auto anschmeißen, gerade bei kleinen Sachen. Egal, ich laufe mal weiter, würde ich sagen. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Die erste Tour wäre geschafft. Ich werde noch eine zweite machen. Erste Hälfte ist hier. Ich werde auch heute nur zwei Touren machen. Das reicht. Das war ziemlich anstrengend bis hierher. Und meine Schubkarre ist richtig am Quietschen. Ich muss auf jeden Fall auf dem Rückweg Musik rüberlegen. Da ging nichts mehr mit Quatschen oder Laubknistern oder irgendwas einfangen. Das ist jetzt so, wofür ich das hier gebrauchen kann, steht letztendlich hinter mir oder ist im Aufbau. Keyhole-Bild. Da habe ich schon ein paar Folgen zu angefangen. Das ist ein Mehrteiler. Ich freue mich megamäßig, Dachziegel gekriegt zu haben, weil das wäre für mich das Optimum gewesen. Noch besser als die Steine da. Es gibt auch Lebewesen ganz viel Raum, um sich niederzulassen. Und Eidechsen werden das auch mögen. Ich freue mich schon drauf, wenn das nachher steht. Gut, ich werde jetzt erstmal abladen und dann hole ich die zweite Fuhre. So, damit soll das gut sein. Zwei Touren haben gereicht, das war ein ganz schönes Stückchen und Arme sind jetzt Pudding oder Gummi, wie man sagen möchte. Ich musste zweimal berghoch ein Stück und das soll es gewesen sein, auf jeden Fall hierfür. Okay, heute ging es ums Keyhole-Beet. Ich habe Material rangeschafft, das, was sich ergeben hat. Die Gehwegplatten hole ich ein andermal. Bei der Geschichte Sperrmüllschätze geht es natürlich noch weiter. Das war jetzt die erste Folge dazu. Beim nächsten Mal werde ich mal gucken, dass ich etwas, was ich mitgenommen habe an Material, an Holz, an Metall, ich muss mal gucken, was sich da zusammenfindet, benutze, um etwas zu bauen. Das wird dann die nächste Folge. Also ich würde mich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lars. Und weg.